Hallo und herzlich willkommen beim flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du ein einfaches Püppchen an einem Stück häkeln kannst, aus dem du zum Beispiel dieses niedliche Blumenkind machen kannst. Los geht's mal wieder mit einem Fadenring, in den du 6 einfache feste Maschen häkelst. Ich mache den Fadenring immer so ohne Nadel. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das du dir anschauen kannst, wenn du das hier nicht richtig erkennen kannst. Da wird das nochmal langsam in Zeitlupe gezeigt. Und in den Fadenring kommen dann, wie gesagt, 6 einfache feste Maschen. Und wenn du damit fertig bist, ziehst du einmal den Fadenring ordentlich fest und hast deine erste Runde. In der zweiten Runde verdoppelst du dann jede Masche. Das heißt, in jede Masche der Vorrunde kommen hier 2 Maschen. Also 2 feste Maschen in die erste, dann 2 feste Maschen in die zweite Masche, dann auch wieder 2 feste Maschen in die dritte Masche und das Ganze insgesamt 6 Mal, also in jede der 6 Maschen der Vorrunde, sodass du am Ende dann 12 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde wird dann jede zweite Masche verdoppelt, das heißt, du startest deine Runde mit einer festen Masche, dann kommt eine Verdoppelung in die nächste, also 2 feste Maschen in die nächste, dann wieder eine einfache feste Masche, dann wieder eine Verdoppelung und das Ganze machst du auch wieder insgesamt 6 Mal, sodass du am Ende deiner Runde 18 Maschen hast. In der nächsten Runde wird dann jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, du startest deine Runde mit 2 festen Maschen, dann kommt eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die dritte, dann wieder 2 einfache feste Maschen, dann wieder eine Verdoppelung. Und dieses Muster, also immer 2 feste Maschen, eine Verdoppelung, machst du dann insgesamt 6 Mal, sodass du am Ende deiner Runde bei 24 Maschen landest. In der nächsten Runde geht es weiter mit regelmäßigen Zunahmen. Das heißt, hier wird jetzt jede vierte Masche verdoppelt. Du startest deine Runde also mit 3 einfachen Festmaschen, dann kommt eine Verdoppelung, dann wieder 3 einfache feste Maschen und dann wieder eine Verdoppelung. Und dieses Muster, 3 einfache Maschen, eine Verdoppelung, machst du insgesamt auch wieder 6 Mal, sodass du am Ende bei 30 Maschen landest.
In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede fünfte Masche. Das heißt, du startest deine Runde mit 4 einfachen Maschen. Dann kommt die erste Verdoppelung, dann wieder 4 einfache Maschen, dann wieder eine Verdoppelung. Und das Ganze natürlich auch wieder 6-mal, sodass du am Ende deiner Runde dann bei 36 Maschen landest. Also in dieser Runde jede fünfte Masche verdoppeln. Jetzt folgen 6 einfache Runden, also 6 Runden, in denen du nur einfache feste Maschen häkelst oder anders ausgedrückt 6 mal 36 feste Maschen häkeln. Und da dies ganz einfache Runden ohne Zu- und Abnahmen sind, mache ich hier einen Schnitt und wir treffen uns nach den Runden hier wieder. Wenn du Sicherheitsaugen verwenden möchtest, dann kannst du die jetzt einsetzen. Dazu gehst du von der ersten Verdoppelung aus in die Runde 8, also zwischen die Runde 8 und die Runde 9. Hier runter, von der ersten Verdoppelung ausgezählt und dann gehst du nochmal eine Masche weiter in die Mitte und das ist dann der Punkt, an dem du dein erstes Sicherheitsauge einführst und dann gehst du, genau hier kannst du nochmal nachgucken oder hier gucke ich nochmal nach, an den Verdoppelungen runter und dann ein weiter in die Mitte. Von dem Punkt aus zählst du dann 5 Maschen ab, also zwischen den Augen sollten etwa 5 Maschen frei bleiben. Und dann hast du den Punkt für dein zweites Sicherheitsauge. Und das sollte auch so liegen, dass es, wenn du hier eine Linie mit den Verdoppelungen machst, den zweiten Verdoppelung, dann ein bisschen nach innen gegangen bist. Also von der zweiten Verdoppelung kannst du dann auch nach innen gehen, eine Masche und dann sollte da das zweite Auge liegen. In der nächsten Runde machen wir 18 Abnahmen. Ich nutze dazu die unsichtbare Technik und die geht so, in die vorderen beiden Schlaufen der Maschen einstechen, dann den Faden durchholen, sodass du 2 Schlaufen auf der Nadel hast und dann den Faden durch diese beiden Schlaufen durchholen. Nochmal durch die vorderen Maschenschlaufen, Faden durchholen und Faden nochmal durch die beiden Maschenschlaufen durchholen, die du dann auf der Nadel hast. Das Ganze machst du, wie gesagt, 18 Mal, also 18 Mal 2 Maschen zusammenhäkeln. Und natürlich kannst du neben der unsichtbaren Technik, die ich hier verwende, auch jede andere Abnahmetechnik verwenden, die du möchtest oder die dir am besten gefällt. Und dann hast du natürlich am Ende deiner Runde noch 18 Maschen übrig.
Dann kannst du schon mal anfangen, den Kopf ein bisschen auszustopfen und dabei auch gleich schon mal ein bisschen zu formen. In der nächsten Runde häkelst du jede zweite und dritte Masche zusammen. Das heißt, du startest eine Runde mit einer festen Masche, dann kommt eine Abnahme, dann wieder eine normale feste Masche, dann werden wieder zwei Maschen zusammengehäkelt und dieses Muster, eine feste Masche, eine Abnahme, machst du wieder insgesamt 6 Mal, sodass du am Ende deiner Runde nur noch 12 Maschen übrig hast. Auch nach dieser Runde wird wieder etwas gestopft und geformt. Und in der nächsten Runde häkelst du dann 6 mal 2 Maschen zusammen. Also anders ausgedrückt, arbeitest 6 Abnahmen. Und damit schließt sich der Kopf zumindest fast. Also kannst du auch nach dieser Runde noch mal ein bisschen formen und stopfen, wenn dir die Kopfform noch nicht so ganz gefällt. Die nächste Runde besteht aus 6 Reliefmaschen und die machst du so, dass du immer vor der Masche einstichst, hinter der Masche wieder raus, dann den Faden durchziehst und dann deine feste Masche normal fertig machst. Nochmal vor der Masche einstechen, dahinter wieder raus und die feste Masche normal fertig machen. Also statt unter den beiden oberen Maschenschlaufen durchzugehen, gehst du jetzt quasi um die Masche herum. Und das Ganze 6 Mal. Sodass du am Ende dann auch immer noch 6 Maschen in der Runde hast. Hier am Ende wird es noch mal ein bisschen friemelig. Da musst du durch und dann hast du deine Runde auch schon beendet und so sollte sie in etwa aussehen. In der nächsten Runde häkelst du dann 6 Verdoppelungen, also 6 mal 2 feste Maschen in die Maschen der Vorrunde. Und das heißt natürlich, dass du am Ende dieser Runde dann wieder 12 Maschen hast, also immer 2 feste Maschen in die Maschen der Vorrunde häkeln. In der nächsten Runde verdoppelst du nochmal jede Masche der Vorrunde. Das heißt, hier häkelst du 12 Verdoppelungen, also immer 2 feste Maschen in die Masche der Vorrunde, sodass du am Ende der Runde dann bei 24 Maschen landest.
In der nächsten Runde machen wir dann die Aussparung für die Arme. Die startest du mit 4 einfachen festen Maschen. Dann überspringst du 4 Maschen. Also einfach 4 Maschen abzählen und überspringen. In die 5. Masche kommt dann deine Nadel. Und da machst du dann wieder eine ganz normale feste Masche. Dann machst du vorne quer rüber insgesamt 8 feste Maschen. Also das war jetzt schon die erste. Das heißt, ich mache jetzt hier noch 7. Insgesamt also 8 feste Maschen. Einmal quer rüber vorne. Und dann kommt natürlich die Aussparung für den zweiten Arm. Ja, Faden verloren. Das ist bei nicht ganz so stark verzwirrten Baumwollgarn immer die Gefahr. Also hier dann auf dieser Seite auch wieder 4 Maschen überspringen. In die 5. kommt dann deine Nadel. Und dann hast du bis zum Ende der Runde noch insgesamt 4 Maschen, sodass du dann insgesamt vorne und hinten 8 feste Maschen gemacht hast. Und dann kommst du natürlich auf 16 Maschen insgesamt in der Runde. Und so sollte das dann in etwa aussehen. Dann häkelst du 5 ganz einfache Runden, nur mit festen Maschen. Also 5 mal 16 feste Maschen häkeln. Und da dies ganz einfache Runden ohne Zu- und Abnahmen sind, mache ich hier gleich wieder einen Schnitt und wir treffen uns nach diesen 5 einfachen Runden hier wieder. Die erste Runde nach diesen 5 einfachen Runden beginnst du mit einer festen Masche. Dann lässt du 8 Maschen aus. Das heißt, in dieser Runde fangen wir natürlich mit den Beinen an. In die 9. Masche kommt dann wieder eine einfache feste Masche. Und dann häkelst du noch insgesamt 7 Maschen auf dieser Seite, sodass du eine Runde mit 8 festen Maschen am Ende hast. Dann häkelst du 5 ganz einfache Runden, nur mit festen Maschen oder anders ausgedrückt 5 mal 8 feste Maschen häkeln. Und wie immer mache ich hier gleich einen kleinen Schnitt und wir treffen uns nach diesen 5 einfachen Runden hier wieder. In der nächsten Runde verdoppelst du jede 2. Masche, das heißt, du beginnst deine Runde mit einer festen Masche, dann kommt eine Verdoppelung, dann wieder eine feste Masche, dann wieder eine Verdoppelung und das machst du insgesamt 4-mal, sodass du am Ende deiner Runde 12 Maschen insgesamt hast. Dann kommt eine ganz einfache Runde, nur mit festen Maschen, also 12 einfache feste Maschen häkeln. Und in der letzten Runde auf dieser Seite häkelst du 6 mal 2 Maschen zusammen oder anders ausgedrückt 6 Abnahmen.
Und wenn du deine 6 Abnahmen gemacht hast, kannst du den Faden durchziehen und abschneiden. Dann bist du nämlich fertig mit dieser Seite. Jetzt ist bei mir der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mit dem Stopfen beginne. Und zwar stopfe ich erstmal das Bein von oben, also erstmal überhaupt die Füllwatte hier rein. Und dann stopfe ich das so von oben hier in das Bein rein. Du musst jetzt so ein bisschen die Waage finden zwischen nicht zu fest stopfen und auch nicht zu locker, damit das Ganze nicht zu wabbelig wird. Und dann stopfe ich den Körper gut aus. Besonders vorsichtig solltest du den Hals ausstopfen. Da solltest du darauf achten, dass da auch was reinkommt, damit der Kopf am Ende nicht wackelig wird. Und wenn ich alles schön fest gestopft habe, dann ziehe ich am Ende noch mal ein bisschen Füllwatte weiter nach unten in den Fuß. Hier einfach so mit der Häkelnadel. Dann kannst du den Faden vernähen. Und das mache ich immer gerne so, dass ich nur in die vorderen Maschenschlaufen gehe. Und zwar in alle bis auf eine. Also in diesem Falle in die ersten 5 vorderen Maschenschlaufen. Dann ziehe ich das Ganze schön fest, sodass sich das schon mal schließt. So, ne, schön festziehen. Und dann in die letzte vordere Maschenschlaufe gehe, um dann einen Knoten zu machen. Hier das Ganze also schön fest zu verknoten. Und dann kann der Faden einfach irgendwo im Bein oder im Körper versteckt werden. Und an der Stelle, wo der Faden dann wieder rauskommt, kannst du ihn natürlich abschneiden. Und dabei darauf achten hier, wenn du das reinziehst, dass der Knoten mit nach innen gezogen wird und nicht auf der Außenseite liegt. Mit dem zweiten Bein beginne ich immer so, dass ich erstmal den Faden hier festknote. Dazu gehe ich einfach in irgendeine hintere Maschenschlaufe, einer der vorderen Reihen, sodass man das nicht sieht. Und dann mache ich da einen Doppelknoten. Ziehe ich meinen Faden da durch, mache einen Doppelknoten, dann ist der nämlich schön fest fixiert. Und die erste Runde beim zweiten Bein beginne ich immer so, dass ich mir hier die 4. Masche suche. Also ich zähle auf der Rückseite 3 Maschen ab. Die 4. kommt dann meine Nadel und da fixiere ich meinen Faden einmal mit einer Luftmasche. Dann mache ich 3 einfache feste Maschen und nach diesen 3 einfachen festen Maschen kommt ein kleiner Trick, damit sich nämlich am Ende nicht zwischen den Beinen so ein unschönes Loch ergibt. Tue ich so, als würde ich, was heißt ich tue so, ich häkele die letzte Masche auf dieser Seite einfach mit der Masche auf der anderen Seite zusammen. Das mache ich, indem ich mir hier den Faden durchhole. Dann gehe ich hier mitten in diese Masche rein, von der anderen Seite, hole mir auch da den Faden durch, habe dann 3 Schlaufen auf der Nadel und ziehe den Faden dann durch alle Maschen. Also wie eine herkömmliche Abnahme. Auf der anderen Seite gehe ich auch einmal mitten in die Masche rein, hole mir hier den Faden durch und dann gehe ich erst auf die erste Masche auf der Rückseite und hole mir auch da den Faden durch. Also auch wieder wie bei einer Abnahme. Und hol dann den Faden durch alle 3 Fäden durch. Und so verhinderst du, dass sich in der Mitte nachher ein Loch bildet. So ist das Maschenbild hier schön eng. Und dann mache ich nochmal meine 3 letzten festen Maschen, um die Runde zu beenden. Und dann habe ich 8 Maschen insgesamt in der Runde. Und nicht wundern, die letzte Masche auf dieser Runde geht in die gleiche Masche wie die Luftmasche, mit der wir gestartet sind. Und so sollte das Ganze dann aussehen. Wie auf der anderen Seite auch, häkelst du jetzt 5 einfache Runden, nur mit einfachen festen Maschen. Oder anders ausgedrückt, du häkelst 5 mal 8 feste Maschen. Und danach treffen wir uns dann gleich hier wieder. Und da wir das ja schon einmal gemacht haben, zeige ich dir das Ganze hier etwas schneller. Also nicht wundern, in dieser Runde, die jetzt kommt, verdoppelst du jede 2. feste Masche genauso wie auf der anderen Seite. Also immer eine feste Masche häkeln, dann eine Verdoppelung, wieder eine feste Masche, wieder eine Verdoppelung. Das Ganze machst du insgesamt 4-mal, genau wie auf der anderen Seite und landest dann bei 12 Maschen insgesamt. Dann kommt eine einfache Runde nur mit festen Maschen, also einmal 12
feste Maschen häkeln, bitte. Dann ist ein guter Zeitpunkt, um das zweite Bein auszustopfen. Auch wieder nicht zu fest, aber auch nicht zu locker. Und dann schließt du das zweite Bein, indem du genau wie auf der anderen Seite 6x2 Maschen zusammenhäkelst oder anders ausgedrückt 6 Abnahmen arbeitest. Und danach kannst du dann den Faden durchziehen, abschneiden und gut vernähen. So, jetzt kommt leider der nervigste Teil dieses Püppchens, nämlich die Arme. Und die werden echt klein und eng. Da suche ich mir hier die zweite Masche auf der Rückseite. Und genau wie beim Bein im Prinzip beginne ich da auch so, dass ich mir den Faden durchhole und dann einmal mit einer Luftmasche fixiere. Und dann mache ich eine feste Masche und dann benutze ich wieder den gleichen Trick wie beim Bein. Also ich häkele quasi die Masche hier vom Arm mit der Masche des Körpers zusammen. Ich hole mir den Faden durch, dann gehe ich hier wieder mitten in diese Masche rein, hole mir auch da den Faden durch. Das ist jetzt hier alles leider ein bisschen enger als beim Bein. Habe dann 3 Schlaufen auf der Nadel und ziehe da meinen Arbeitsfaden durch, wie bei einer Abnahme. Das mache ich natürlich auch auf der anderen Seite. Hier einmal mitten in die Masche rein. Oder einfach, wo du halt eine Schlaufe findest, in die du gut einstechen kannst. Dann holst du dir den Faden da durch. Dann gehst du in die erste Masche auf dieser Seite rein. Also die erste Masche vom Arm auf dieser Seite. Und das wird jetzt richtig eng und friemelig. Da holst du dir den Faden auch durch. Und dann durch alle 3 Schlaufen, die du dann auf der Nadel hast. Und dann noch eine Masche, die in die gleiche Masche kommt wie die Luftmasche vom Anfang. Und versuche jetzt die Nadel immer dahin zu stechen, wo der Anfangsfaden sitzt. Das ist so ein kleiner Trick, mit dem man bei so ganz friemeligen kleinen Arbeiten ganz gut zurechtkommt. Und dann hast du die erste Runde auch schon geschafft. Und jetzt folgen 5 von diesen schrecklichen, friemeligen, einfachen Reihen, in denen du einfach nur 4 feste Maschen häkelst und dabei immer schön versuchen, zu dem Anfangsfaden, also die Häkelnadel zu dem Anfangsfaden zu bringen, damit du dich nicht mit irgendwelchen anderen Maschen verhedderst und nicht aus Versehen irgendwas zusammenhäkelst, was nicht zusammengehört. Und ja, einziger Trost ist, dass es nur 20 Maschen insgesamt sind, die du auf diese Weise häkeln musst. Und dann hast du diesen Arm auch schon fast geschafft. Also beziehungsweise hast du eigentlich den friemeligsten und blödesten Teil von diesem Arm geschafft. Und keine Sorge, du schaffst das. Ich habe es ja schließlich auch geschafft. Yay, das war's. Von jetzt an wird alles besser. In dieser Reihe machst du jetzt Verdoppelung in jede Masche der Vorrunde. Also 4x2 feste Maschen häkeln bitte, sodass du dann am Ende 8 Maschen in deiner Runde hast. Und sobald du die erste Verdoppelung gemacht hast, wird wirklich alles besser. Dann hast du hier schon gleich viel mehr Platz und kannst wieder schnell und ohne dich zu verheddern häkeln. Nach dieser Runde stopfe ich den Arm etwas aus und zwar quasi andersrum, indem ich mir vom Körper mit meiner Häkelnadel einfach ein bisschen Füllwatte hole. Also hier einmal durch den Arm durchgehe mit der Häkelnadel und dann einfach ein kleines bisschen Watte hier durchziehe. Das reicht nämlich schon.
um diesen Arm nur so ein bisschen mit Füllwatte auszustopfen. Und dann geht es weiter mit einer ganz einfachen Runde, nur mit festen Maschen. Also einmal 8 einfache feste Maschen häkeln. Und dann kannst du ja einmal den Anfangsfaden verzwirbeln und mit reinstopfen. Denn jetzt wird die Hand so ein bisschen ausgestopft. Das ist ja manchmal so ein bisschen nervig. So, alles schön rein. Und dann ein ganz, ganz kleines bisschen Füllwatte. Also wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig stopfst du damit rein, damit die Hand nicht so schlaff ist, sondern so ein bisschen ausgestopft halt ist. Und dann häkelst du in der letzten Runde von diesem Arm 4x2 Maschen zusammen. Dabei hältst du immer die Füllwatte schön unten. Und wenn du die ersten beiden Abnahmen gearbeitet hast, kannst du auch nochmal die Füllwatte ein bisschen mit der, also ich mache das immer mit der Schere, aber du kannst natürlich auch mit irgendeinem anderen Instrument nochmal ein bisschen nachstopfen, damit sie dich da beim Weiterhäkeln nicht so stört. Die lugt hier nämlich immer wieder raus, obwohl sie das natürlich eigentlich nicht soll. Genau, hier einfach nochmal ein bisschen nachstopfen. Und dann machst du noch 2 weitere Abnahmen und bist dann auch mit dieser Runde fertig. Und dann kannst du deinen Faden abschneiden, durchziehen und wie gewohnt gut vernähen. Der andere Arm wird haargenauso gehäkelt. Du suchst dir auch wieder die zweite Masche. Da maschst du neu an, fixierst das Ganze mit einer Luftmasche und dann kommt eine normale feste Masche. Dann kommt wieder unser kleiner Trick, also nächste Masche einstechen, Faden durchholen. Dann in die Masche vom Körper, quasi die gegenüberliegende Masche einstechen, Faden durchholen. Und dann den Faden nochmal durch alle 3 Schlaufen ziehen, wie bei einer Abnahme. Dann den gleichen Trick nochmal auf der anderen Seite anwenden. Einfach in die Masche reinstechen, den Faden durchholen, dann in die erste richtige Masche vom Arm einstechen, Faden durchholen. Und hier wird es jetzt wieder ein bisschen friemelig. Und dann noch eine normale feste Masche, sodass du 4 Maschen insgesamt in deiner Runde hast. Dann werden 5 einfache feste Maschen gehäkelt, also einfach ist so dahingesagt, also 5 nervige, aber einzelne feste Maschen gehäkelt und zwar 5 Runden lang. Das heißt, du häkelst insgesamt nur 20 Maschen auf diese Weise und nach diesen 20 festen Maschen treffen wir uns dann gleich hier wieder. Und jetzt bist du endgültig mit allem Friemelkram in dieser Anleitung durch, denn jetzt kommt die Runde, in der wir jede Masche verdoppeln, also 4x2 feste Maschen häkeln und damit dann die Hand beginnen, in der alles ein bisschen einfacher wird. Und nach dieser Runde hast du dann natürlich 8 Maschen in deiner Runde insgesamt.
Nach dieser Runde kannst du wieder ein bisschen Füllwatte aus dem Körper durch den Arm ziehen. Und danach kommt dann eine ganz einfache Runde, nur mit festen Maschen, also einmal 8 einfache feste Maschen häkeln. Dann wird die Hand wieder gestopft mit dem Anfangsfaden und mit ein ganz, ganz klein bisschen Füllwatte. Dann häkelst du 4x2 Maschen zusammen oder anders ausgedrückt, arbeitest 4 Abnahmen und danach hast du dann auch schon den zweiten Arm deines Püppchens geschafft. Und am Ende muss natürlich auch dieser Faden wie gewohnt gut vernäht werden. Und damit ist der Körper deines Püppchens auch schon fertig. Vielleicht hast du sogar auch schon Augen, wenn du Sicherheitsaugen verwendet hast. Und von hier aus kannst du jetzt deine Puppe weiter gestalten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf deine Kommentare und Anregungen. Natürlich auch, wenn du mir einfach einen Daumen nach oben dalässt, wenn dir das Video gefallen hat. Und für mehr Häkelvideos, vor allem für mehr Accessoires für dein Püppchen, einfach meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich auf dich. Bis dann.